Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ich muss noch mein Mikrofon kurz ausrichten, alles klar. Und ja, in der letzten Folge haben wir den dritten Arenaleiter besiegt, Kabo, und den Feuerorden geholt. Und jetzt müssen wir durch die Naturzone und direkt auf dem Weg nach Claw City. Und ja, dann gucken wir mal, ne? Wenn uns auf dem Weg ein paar Pokémon begegnen. Dann werde ich die vielleicht fangen. Das ist ein Relaxo. Ich will mich aber erst bei den kleineren hier dran halten. Was ist das? Ach, da ist ein. Ich habe den Namen vergessen. Term. So, habe meine Pokémon natürlich hochgeheilt. Und ja. Mal gucken, ich sollte vielleicht jemand anderen in erste Position bringen. Zum Beispiel Lauch. Weil Tox hat Glücksrauch für mehr Geld, aber. Pokémon hinterlassen ja kein Geld, also ja, gehen wir erstmal. Ich wusste irgendwas hier. So, TM, sagt Gutes. Ihr Licht kann übrigens niemand lernen oder ist gar kein TM. Aha. Feuerstein. Gucken. Ja. Nö. Niemand, alles klar. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, wie stark die Pokémon hier sind, aber wir können ja mal versuchen. Ja, du Pionskora, du schaffst das. Lauch hat mal Gift ist gegen Kampf nicht effektiv, oder? Die sind schon wieder voll hochgelevelt. Ja, ich habe nichts Effektives gegen dich. Ich glaube, du bist auch Unlicht, ne? Wie Abschlag. Mein Item irgendwie nicht verloren. Ja, weißt du was? Hier. Ja. Aber ja, für den Ball wird schon funktionieren. Sparen wir ein bisschen Zeit. Genau nicht. Käferbiss. Okay, Lauch nimmt nicht so wenig, nicht so viel Schaden. Also ja, machen wir mal. Sprechen wir mal ein bisschen. Noch einmal Abschlag. So, komm her. Jetzt aber. Jetzt gucke ich mal, ob diese eine Einstellung, die ich geändert habe im letzten Part, irgendwie bringt, die direkt ins Team jetzt gehen oder in die Box. Mal schauen. So, bleib jetzt mal drin. Ja, genau deswegen tue ich lieber erstmal Pokémon fangen auf später machen, weil jetzt sitzen wir hier wieder wahrscheinlich eine halbe Stunde und fangen ja ein Pokémon. Wir kommen irgendwie nicht voran. Ich will vorankommen, wir haben ein Let's Plays. Das geht irgendwie nicht, wenn ich die ganze Zeit hier rumsitze und versuche zu fangen. Machen wir irgendwann später, so wahrscheinlich bevor wir gegen den Champ kämpfen oder die Top 4 oder was auch immer hier kommen wird. Am Ende. Ja, danke. Das ist der Pionskora, wurde gefangen. So, mal gucken, gehst du jetzt ins Team oder in die Box? Dieses Pokémon vergibt sich im Sand und laut dort regst du seine Beute auf. Es ist Art verwandt mit Thermopod. Okay. Okay, hat überhaupt nichts gemacht. Also warte, ich packe die einfach direkt in die Boxen mal. Ich brauche ein sechstes Pokémon, weißt du? Damit ich das nicht immer wieder machen muss. So. So viel dazu. So. Und weil mehr. Uferkraut. Warum ist die Musik hier weg? Ich habe schon so was Ähnliches in
Fallen Order letztens, also auf einmal der ganze Sound weg war, also muss jetzt nicht unbedingt noch mal hier passieren. So eine Trainerin, nee. Ich bin ziemlich stark und steinreich dazu. Wir sind mit einem Pokémon-Kampf. Oha, schade. Okay. Weiter schütteln. Jetzt viermal was vom Baum gefallen. Weiter schütteln. Weiter schütteln. Aufhören. Ja, ich glaube, so kriegt doch ein bisschen mehr. Das ist eine TM. Fassade. Könnte nützlich sein. Aber lass mich raten, kann wahrscheinlich wieder niemand lernen, ne? Da habe ich irgendwie nicht so ein Glück mit in letzter Zeit. Doch. Wer braucht denn hier sowas? Lauch, nur schon Heimzahlung, ne? Eine Heimzahlung ist irgendwie so in Character, habe ich so das Gefühl für ihn. Na, Little Talks, mach du mal. Du kriegst mal was hier. Ja, ist immer noch besser als Heuler. So, dann kämpfen wir gegen diese Trainerin, nehme ich mal an. Dafür 60, hat er nicht mal 50? Ja, was kommen wir? Okay, direkt loslegen, auf in den Kampf. Wo man sich drin, Vanessa, Kerlo, was ein Starter, das geht mal so gar nicht. Level 30. Boah, wer ist hier schon wieder los? Auch. Ey, habe ich ja schon wieder gemacht. So, ich habe nichts gegen. So, Level 29, da wird es ja wohl irgendwie bringen, oder? Komm. Level 30, ey. Glaube ich spinnen. Ja, ist gut, du bist schneller als ich. Nicht während du Paralyse hast. Also, ja. Oh. Okay, jetzt sieht schon was ab. Sei paralysiert. Okay, wird noch schneller. Mir egal. Ja, Paralyse halbiert, glaube ich, nur die Dings, ne? Oh. Da war ein Volltreffer, oder? Ja. Hey. Hast du keinen Doppelkick? Das könnte mich erledigen, wenn ich Pech habe. Aber du setzt nicht, danke. Aber schon wieder ein Volltreffer, oder? Nee, warum ist denn das so stark? War vorher nicht so stark. Ah, geh kaputt, bitte. Nee. Hat Nitro-Ladung, Erstschlag. Nee, ruckzuck. Alles klar. Okay, warum hat die ein Level 30 Starter? Kopfnuss. Ja, besser als Glut. Lauch reicht Level 28. Little Tox reicht Level 28. Wegleon. Oh. Du hast alle Starter? Was? Hey. Bin jetzt mal nicht nett. Okay, gewesen sehen wir hier mal die Entwicklung, nehme ich mal an, aber. Trotzdem. Ah, Quarwelle. Ja, das ist übrigens den Starter, den ich im Dings habe. Pokémon Schild. Was wird hier? Wirft so einen Wasserballon auf mich. So, Lichtschilder. So, und jetzt bist du dran, pass auf. Oh nee. Aber Flora hat Synthese.
wenn wir mal direkt einsetzen werden. Tränendrüse, boah. Jetzt hätte ich angreifen können. Ich hätte noch hochgeheilt. Nehme ich mal an, also auch den Pflanzenstarter, ne? Die Entwicklung davon. Okay, kann ich auch Flora drin lassen, versuchen. Oder vielleicht auch nicht, weil sie jetzt voll angefunden hat und so. Na gut. Nicht, dass ich jetzt gerade keine Dings brauche, aber trotzdem. Hallöchen. Ah ja, dich haben wir ja schon gesehen, ne? Ja, pf, Kanon, glaube ich. Rutsch. Ja, tun sie noch weiter den Waffen. Mache ich eigentlich hier? Ich habe einen Feuerstarter. Ich habe voll im Eimer ist. So, Lauch, mach du mal. Du hast Zornklänge. Das Ding. Jetzt pflanzt man auf ein. Das ist ja Blatt. Au. Oh. Sei schneller. Ach, natürlich nicht. Bin jetzt echt zum Pokémon Center rennen, weil du mir ja alles kaputt haust oder was? Einfach nicht, ey. Ja. Danke. Mann, so viele Beleber, die ich auf Lauch schon eingesetzt habe, ne? Gibt's einfach nicht. Gegen mich zu gewinnen ist kein Pappenstiel. Du bist echt ein Meister der Naturzone. 18.000. Ja, pass auf, verrate ich dir etwas. In der Zone gibt es viele Items zu finden. Wenn du sie vielleicht aufsammelst und verkaufst, wirst du irgendwann steinreich, genau wie ich. Warte ab, jetzt bin ich noch so stärker. Also komm ruhig mal wieder auf einen Kampf vorbei. Okay. Entschuldige mich mal, ich muss mal wieder einen Beleber einsetzen, um meinen Lauch wieder zu beleben. Weil er die ganze Zeit nur verreckt. Dafür kriegst du jetzt nur 200 normale Tränke. Jetzt zum Glück habe ich genug Geld bekommen, mir das alles wieder zu kaufen. Und ja, Alter, Leute fragen sich, warum ich hier nicht in der Naturzone abhänge. Voller Albtraum hier. Pokémon sind stärker als wenn ich im Team hab. Trainer sind stärker als ich. Was sagt, ach du bist dieses Dingens. Wolli. Hops, Lieblings-Pokémon. So, hier haben wir eine neue Links. Garados. Wahrscheinlich Surfer. Nicht zu erreichen, ne? Was war das? Ey, du bist doch das, was dieser eine Typ hat von Sonne und Mond, dieser Anführer. Wie so ein Angriff, da ist erst Eindruck. So, was hat denn da hinten? Was war das? Irgendwas vom Himmel gefallen. Alter, warum seid ihr alle so krass? Okay. Ja, Pokéball flieg. Au! Na komm. Sehr gut. So muss das. Wenn alle Fänge so ablaufen würden, dann würde ich die sogar öfter machen. Oh, Level 32. Da entwickelst du dich, ne? Normalerweise entweder 32 oder 36, ne? Psycho, wenn es in der Nähe ist, beginnt Fernseher zu flackern und fremdartige Landschaft zu zeigen. Diese stellen angeblich seine Heimat dar. Krass.
Also warte, ich lasse das jetzt in mein Team, damit ich jetzt nicht immer wieder nachgucken muss. Also das hat der perfekte, könnte sogar gut sein. Boah, ich packe einfach ein sechstes Pokémon in mein Team. Und schon irgendwas, was sich schnell entwickelt oder so, keine Ahnung. Ein Carpador. Habe ich einen Carpador hochleveln auf Level 20, damit es sich entwickelt. Pack dich mal ins Team. Ja. Ein bisschen entwickeln. Also habe ich keinen Bock, immer wieder nachzugucken, ob die einen vernünftigen Typen haben oder so, Wesen. Also mit der Musik hier auf einmal los. Hi, ihr Turtles. Hallo, Öle, wir sind die Buddelbrüder. Wir graben hier nach Schätzen. Was du uns gefunden hast, muss Schicksal sein. Für etwas Watt bullen wir Schätze aus, die auf den Abenteuer helfen werden. Es wird dich ja zur Ausdauer, aber die Technik hat mein Bruder besser drauf. Für 500 Watt grabe ich dir einen Schatz aus. Du musst vorher aber speichern. Da will ich aber nicht. Ich nicht weiß, was mit der Aufnahme los ist. Ja, was geht? Ich habe eine gute Technik, aber mein Bruder hat mehr Ausdauer als ich. Ja, jetzt warten wir euch lieber. Am besten am Anfang einer Aufnahme. Weil nachher läuft irgendwas mit der Aufnahme falsch und dann habe ich den Salat. Pokémon Ort. Wer nach Pokémon Eier ausschneidet, ist hier an der richtigen Adresse. Oh. Oh, ich sehe, hast du ein Fahrrad. Hier kann man sich einen großen Teilvertreter namens Rotom Rally erfreuen. Das solltest du unbedingt mal ausprobieren. Kann ich dir helfen? Wohin möchtest du fahren? Warte mal, aber Farbe. Kann ich meine. Wann als Radelanzugs ändern, wenn ich für einen Little Tox anpassen, warum immer erst warum kann ich mir nicht einfach die Farbe aussuchen? Ah. Dein Fahrrad aufmacht, zerlitzt dein Auto und Turbo schnell auf. Dafür bräuchte ich aber 1000 Watt. Soll ich losgehen? Ja, meinetwegen. So, Schatz, jetzt wo dein Fahrrad schnell ist, nimmst du bestimmt bald wieder an einer Rallye teil, oder? 3000 Watt, alles klar. Also, Mama. Milzersee Ost. Fahr zum Ziel und sammeln unterwegs die großen Luftballons ein. Okay. Aber dadurch krieg ich. Wo jetzt lang? Okay. Das ist so schwierig aus. Lass mich rein, wenn ich im Pokémon reinrenne, dann werde ich abgebremst oder irgendwie sowas. Gott, Alter. Ah, soll's. Weil jetzt an den einen Ballon irgendwie daran liegt, dass ich irgendwie, weiß nicht, schlechte Bewertung oder irgendwie so bekomme. Okay, so, wie das war jetzt schlimm, dass ich den einen verpasst habe. Geschafft, du bist am Ziel. Glückwunsch, du kannst jederzeit aufs Neue versuchen. Toll, du hast deine erste Rotom Rally abgeschossen. Hier als kleines Anerkennung. Oh, Donnerwelle. Ja, das hat sich doch gelohnt, finde ich. Und 196 Watt. Und ja, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Oh, das gibt es jetzt nicht. Ja, gut, dann gehen wir wieder zurück. Macht das am besten, wenn ich irgendwie, weiß nicht, mein Rad voll aufgemotzt habe oder so. Hey, sind aber schon krasse Dinge am rumlaufen. Gott. Na.
War eigentlich eine schlechte Idee, ja, dem Ding rumzufahren. Es geht ja auch ein bisschen schneller, ne? Da lag was. Kann ich aufheben, wenn ich auf dem Dings bin. Super Welle. Was soll ich denn damit? Das ist ja eh klar. Oh, ich kann doch damit aufsammeln. Boah. Halt. Boah. Ja, da muss ich aber direkt dran sein. Pokéball, ja, das ist die Bälle, die ich suche. Aua! Im Vollen mit dem Fahrrad in Zickzacks eingecrashed. Level 29. Oh mein Gott. Jetzt kann ich alles recht nicht flüchten, oder? Boah. Geht mir jetzt nämlich so auf den Nerven, Mann. No, gibt's jetzt nicht. Also was hier? Will mal sehen, wie das aussieht. Pokepuppe. Müssen kommt gar nichts, sieht man. Ja, einfach weg. So, hier. Kuro, geh du an erste Stelle, was ganz wesentlich garantiert flüchten. Hey, Dings. Den Namen vergessen. Und sich in Golganz verwandelt. Er gibt schon eine Menge Pokémon, aber warum soll ich die jetzt schon alle fangen? Hallo? Ja, kann ich machen, wenn irgendwie Story zu schwer wird, und ich weiß nicht. Irgendwie Fangpunkte brauche. Ich habe mir vor, ich würde ja alles fangen. Ich werde dort 10. Hallo? Ich werde dort 10 Level über die Story sein die ganze Zeit. Das war tot langweilig. Ja, ich würde ja schon aber gerne erkunden, einfach nur. Vor allem, ich sehe auch kein einzige neue Pokémon, ne? Ich sehe nur die alten in diesen Dingen. Schon allein deswegen ist das für mich hier uninteressant während der Story. Ich mache mir nicht auf Versuche nach Competitive Pokémon, wenn aber jetzt. Was soll ich jetzt schon herumlaufen? Weil diese Dino Raids machen. Hallo? Da war ein Stalos. Dieser voll exklusive Dinger. Stalos entwickelst du erst durch Tausch. Das ist aber krass. Da gehen wir nach Claw City. Gott. Gut. Der Fahrt wird doch ein bisschen schneller. Bin jetzt nicht so schnell. Da war ein Typ, ich weiß. So, hier könnte irgendwas sein. Also so abgelegen irgendwie. Aber sieht nicht so aus. Hi. Hätte etwas Seltenes. Das ist ja Naturzone hier. Gib. Ja. Yeah. Dafür kriegen wir Erfahrungspunkte. Geil. Ich nehme an, das hier soll Claw City sein, ne? Der Eingang. Kann ich dir helfen? Warte, nein, boah. Ja, was soll's? Ich habe so viel Geld. Hi, was geht, na? Aha, ein Arena-Schild, nicht wahr? Dürfte ich kurz einen Arena-Orden überprüfen? Da hätten wir den Pflanzenorden und den Wasserorden oder den Feuerorden. Wunderbar, du hast insgesamt 3 Arena besiegt, anschließend dem von Engine City. Weiter so. No. Du schon wieder. Wartest du auf Hopp? Der wird nicht kommen. Sein Lila hat ja nicht nur sich selbst erwähnt, sondern auch den Champ, der ihm eine Empfehlung geschrieben hat. Wenn ich er wäre, würde ich mich aus der Arena-Challenge zurückziehen und hoffen, dass ich vom Erdboden verstuckt werde. Man muss nicht so stolz sein, irgendwie Hopp zu erledigen. Hopp, Entschuldigung, das wird mal auf einen kleinen Jungen irgendwie drauf treten, der schon am Boden liegt. Danke, Challenger Betis. Ich kann bestätigen, dass du alle nötigen Arena-Ohren besitzt. Wahrscheinlich alle von
Hopp, geklaut. Jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich bin mit dem Liga-Präsidenten verabredet. Er hat den bestimmt hier verprügelt und die Orden geklaut. Pass auf. So, okay, ich will da rein. Neue Stadt, neue Herausforderung. Eine neue Welt. Neue Pokémon. Aber wir sind jetzt erstmal in der Stadt, also nehme ich mal an, hier sind noch keine neuen Pokémon. Boutique. Da war ein Item. Hier haben wir eine neue Stadt zu erkunden. Sehr gut. Cool. Was ist das? Was ist das für ein Pokémon? Und da warten schon wieder alle möglichen Leute. Ich kenne jemanden, der verkleidet sich als Pokémon, damit er Pokéjobs annehmen kann. Also nur ein Bekannter von mir, nicht ich. Stimmt, da war ja noch was. Hör mal nach, was daraus geworden ist. Ja, ich habe meine Dinge schon umgestaltet, danke. Stimmt, wir haben ja was gemacht, zeig mal. Pokéjobs. Herzlich willkommen, schon, du neue Ordner hast, gibt es jetzt neue Aufträge für dich. Sieh sie dir mal an. Ja, ich habe erstmal, ich will erstmal sehen, was aus meiner Auftrag geworden ist. Sie neue Jobs zu erledigen. So, ihr Loser, habt ihr es geschafft? Ja, ich habe die ganzen normalen Pokémon geschickt, genau. Yay! Ein Pokémon sind vom Auftragträger zurückgekehrt. Dieses Pokémon haben besonders gut gearbeitet. Alle haben ihren Job gemacht und jede Menge Erfahrungspunkte erhalten. Erfahrungspunkte. Noch mehr Erfahrungspunkte. Ein Heilball. Glückwunsch, das positive Feedback deines letzten Auftrags hat dir neue Jobs eingebracht. Mach weiter so. Die Grundlagen des Kochen, so wo man die mit Umgang mit Feuer sind, damit sie Hitzregelungen in dieser Küche übernehmen können. Ja, meinetwegen. Du und ne, du bist Pflanze. Hier ein Vulpix. Und noch. Nicht so viele Feuer Pokémon mich gerade. Du hast nur eins und was ich mir fehlt ein Feuer Pokémon ehrlich. Was ist hier? Gelatine in der Eis. Deswegen mache den ganzen Tag. Geht weg, ich will euch nicht, Mann. Wenn es dafür nur irgendwie Erfahrungspunkte gibt, dann na, ich soll vielleicht mal mit den Leuten hier reden. Wusstest du, was die Reihenfolge für Arena Challenge von der Stärke der Arena bestimmt wird? Was? Wir kommen im GP-Laden. Wie kann ich dir helfen? GP, was war noch mal? Oh. An einem Tag hört nach dem Kampf in der Initiative. Jetzt zeigt aber die in ach, dabei kommt man nur für bestimmte EV. Ne? Ja, ein Teil von einem bestimmten Pokémon Art sehr beliebt zu sein. Sahneäubchen, düster Umhang. Diese ganzen Dinger ja, GP Attacken sind für wenn du so competitive Sachen machst. Ne? Da gibt es irgendwie so eine Kampfzone wieder oder irgendwie so was. Ne? Ich Moment nicht gekauft habe ich auch auf Screen schon vor der Aufnahme. Ich liebe die Zahl 241. Warum? Weil das Royce Trikotnummer ist bei Schießfächern und so versuche ich auch über die Nummer 241 zu ergattern. Ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber Roy sah nach nie besser aus als in dem Moment, in der er gegen Deleon verloren hat. Diese Frustration, all diese Energie in seinem Gesicht. Roy, war das nicht irgendwie der letzte Arena-Leiter? Wir schon gegen den hier kämpfen oder was? Capello. Okay, ich würde aber sagen, wir beenden den Part hier, weil ist schon wieder voll viel Zeit hier flöten gegangen in der Todzone und ja, mit der habe ich noch nicht geredet, oder? Doch.
Gut, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge. Hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.